Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Seven Deadly Sins Grand Cross. Wir haben die 1100 Abonnenten geknackt, vielen, vielen Dank dafür. Ich will noch weiter nach oben, das heißt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würdet ihr mich riesig supporten, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ja, heute Abend 19 Uhr findet tatsächlich kein Livestream statt, einfach weil einfach kein Content in Seven Deadly Sins Grand Cross ist. Dafür werden wir das Ganze morgen machen, Mittwoch, denn morgen kommt ein neues Spiel raus, was ich im Livestream vorhabe, auf jeden Fall zu spielen. Wahrscheinlich werde ich dazu auch YouTube-Videos machen, also auf meinem Kanal. Dafür werde ich dann extra separiert eine Playlist für Seven Deadly Sins und halt für das neue Spiel. Und das neue Spiel wird sein My Hero Academia The Strongest Hero. Ist ein bisschen ein Open-World-Game. Ich denke mal, das kann man im Stream sehr gut spielen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir das im Stream spielen und vielleicht auch ein paar YouTube-Videos drüber machen. Es soll auf jeden Fall Seven Deadly Sins Grand Cross auf keinen Fall ersetzen. Also die Videos zu Seven Deadly Sins Grand Cross werden trotzdem kommen. Aber es gibt halt Tage, wo ich jetzt zum Beispiel kein Videothema habe und mir irgendwas lange überlegen muss, da kann ich dann auf jeden Fall einfach einen My Hero Academia The Strongest Hero Video rausbringen und sozusagen auch trotzdem Content an diesem Tag bringen. Und dann kommen wir zum Thema des Videos, und zwar werden wir wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, nächste Woche zum kommenden Update mit Festival Zeldris Chandler auch das Level 90 Update bekommen und damit natürlich auch den Level 90 Boss Belmos, der auf Hölle eine Kampfklasse von 400k hat. Wir haben ja schon mal ein bisschen über ihn gesprochen. Man braucht insgesamt 70 Belmos Materialien, um einen Charakter von 80 auf 85 und dann auf 90 zu bringen. Einmal für 30, einmal für 40 Materialien und dann nochmal ein paar Materialien von den alten Demon Mats. Und dann kommen wir heute zum Thema, und zwar wollen wir uns anschauen, welche Charaktere wir denn für diesen Boss brauchen, welche Charaktere wir nutzen können. Ich würde sagen, wir fangen einfach von oben nach unten an und klicken einfach mal jeden Charakter an, den man irgendwie nutzen kann. Und ich erkläre natürlich auch, wieso man den nutzen kann. An erster Stelle halten wir hier einmal Deathpierce als Support hinten. Mit ihm haben wir natürlich nur Long-Range-Attacks, wie wir hier sehen. Das heißt, das ist ein Nahkampfangriff, mit dem würden wir treffen. Das heißt, wenn wir hier einen Bogen haben, der verhält sich genau umgekehrt zum Grauen Dämon. Das heißt, den treffen wir mit Ferngriffangriffen gar nicht und zwar nur mit Nahgriffangriffen. Aber wir haben ihn ja hinten drin stehen, das heißt, seine Attacken sind eigentlich vollkommen egal. Wir benutzen ihn eigentlich, um die Resistenz des Gegners zu verringern gegen kritische Treffer und die Verteidigung gegen kritische Treffer. Das Problem bei Deathpierce ist, dass dieser Boss dafür gemacht ist, dass man so gut wie nie crittet. Das heißt, wenn man Deathpierce hinten reinstellt, muss man ihn halt in Verbindung mit einem Char spielen, der eine sehr, sehr hohe Crit-Chance hat. Zu dem Charakter kommen wir dann später, das heißt, er ist für mich der nicht optimale Sub-Unit, also Charakter, den man hinten reinstellt. Dann haben wir an zweiter Stelle hier Esther Rossa, funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben natürlich erstmal hier seinen Nahangriff, mit dem wir den Boss treffen können, weil wir hier ja sozusagen ein Nahangriffzeichen haben. Das heißt, mit diesem Angriff treffen wir, machen auch relativ guten Schaden und die Konterfähigkeit von ihm funktioniert natürlich auch. Das heißt, hiermit machen wir auch sehr guten Schaden, können uns ein bisschen Lifesteal backholen und so den Boss langsam downchippen. Ultis treffen sowieso immer, das heißt ja, über die Ulti müssen wir uns keine Gedanken machen, ob die Nah- oder Fernangriff ist. Und natürlich haben wir dann auch Debuff-Immunität, wenn wir Haltung drauf haben bei ihm, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar haben wir hier Entfernschwächung von Verbündeten bei Verwendung von Haltungsfertigkeiten und gewährt Immunität gegen Schwächung für 2 Runden. Das heißt, der haut uns sozusagen von Anfang an sowieso schon Schwächungen drauf, weswegen wir zum Beispiel mit dem grünen Gopher in den ersten 2 Runden keinen Rank-Up-Skill einsetzen können, sondern erst zur 3. Runde hin. Dann haben wir den grünen Escanor. Mit dem machen wir natürlich mit seiner Ulti sozusagen wie beim grauen Dämon auch schon immens viel Schaden. Gerade wenn wir ihn als Subunit mit Merlin spielen, 1440%. Das heißt, er ist sehr gut, wenn es um den Ult-Schaden geht. Mit seiner grausamen Sonne treffen wir den Gegner natürlich nicht, denn die ist hier ein Fernangriffskill. Das heißt, diese Karte ist einfach nur verschenkt. Und wir haben natürlich noch hier seinen Nahangriff, der sozusagen eigentlich mehr Schaden macht. Das heißt, beim grauen Dämon können wir nur den Feuerball benutzen. Bei Belmos werden wir hier nur den Nahangriff von ihm benutzen können. Dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Charakter für diesen Raid, und zwar ist es natürlich hier unser grüner Gopher. Der hat natürlich den Vorteil, dass wir hier erhöht angriffsbezogene Werte von Verbündeten um 7% zu Beginn jeder Runde, wenn alle Verbündeten im Verkampf verschiedenen Völker angehören. Das heißt, ja, wir können hier bis zu 35% angriffsbezogene Werte rausholen. Und natürlich haben wir ab der 3. Runde, das heißt, wir gehen in den Kampf rein, haben direkt einen Debuff drauf, mit dem wir sozusagen keine Rank-Up-Skills benutzen können. Deswegen sind diese hier für die ersten 2 Runden gesperrt. Das heißt, ab der 3. Runde können wir den hier benutzen, können uns upranken und können mit den Goldangriffen, mit den bestimmten Charakteren, die sehr viel Schaden machen, dann den Boss auf jeden Fall
easy downhauen. Dann haben wir natürlich noch seine Ulti, mit der können wir natürlich dann die Ult vom Gegner reduzieren. Wenn wir ihn mit in Kombination mit King spielen, sind es 5 Kugeln, die wir hier reduzieren können. Dann haben wir den meiner Meinung nach besten Charakter, um hier immensen Schaden rauszuhauen bei Belmos. Und zwar ist das hier Zaratras. Wie ihr seht, ich habe ihn bis jetzt erst auf 4 Sterne Super Awake, habe ihm hier schon mal ein kleines Gear gegeben, Angriff Death. Denn mit Zaratras, ja, habt ihr einfach hier eine Crit-Chance von 90%, aber er ist dafür gemacht, hier nicht zu critten. Der Boss, das heißt, oh, jetzt sind wir weg von Zaratras. Das heißt, wenn wir seine einzigartige Fähigkeit anschauen, wenn ein kritischer Schlag nicht durch eine Fertigkeit ausgelöst wird, die gegen einen Gegner verwendet wird, ist der durch den Helden zugefügten Schaden in Höhe der Chance auf kritische Treffer erhöht. Das heißt, wir bekommen hier tatsächlich 90% Schaden obendrauf, wenn wir nicht critten. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir bei diesem Boss nicht critten. Dann haben wir hier natürlich einmal seine Fähigkeit, die Resistenz ignoriert. Damit machen wir schon mal immensen Schaden. 300% ist eine Nahkampffertigkeit und Fernkampffertigkeit. Das heißt, es müsste beides zählen. Dann haben wir hier natürlich einmal einen Charge Attack. Auch diese müsste, trotz dass sie hier Fernangriff anzeigt, ist es trotzdem auch eine Nahangriffsfertigkeit. Das heißt, mit dieser Fertigkeit werden wir ihn auch treffen. Und sobald ich das mitbekommen habe, ist Belmos jemand, der sozusagen gegen Charge Attacks, also sozusagen ignoriert Verteidigungsangriffe, mehr Schaden erleidet. Das heißt, mit dieser goldenen Fähigkeit ist es hier gut und gern möglich, dem Boss 500.000 Schaden zuzufügen, was natürlich immens viel ist. Dann haben wir natürlich noch seine Ulti, die sozusagen genau das gleiche macht. Das heißt, mit der Ulti hauen wir einfach nochmal immensen Schaden raus. Das heißt, Zaratras ist meiner Meinung nach für diesen Boss die Nummer 1 Damage Dealer Unit. Den solltet ihr auf jeden Fall ausbauen, wenn ihr ihn habt. Ich habe ihn glücklicherweise zwar nur auf 4-6, aber 4-6 ist immerhin besser als 1-6, würde ich sagen. Dann haben wir den nächsten Charakter, der hier sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar ist das hier Anführer Meliodas. Natürlich mit seiner ersten Angriffsfertigkeit werden wir ihn hier nicht treffen, weil das einfach eine Fernangriffsfertigkeit ist. Wenn wir draufklicken, ist es, ja, wir treffen damit auf jeden Fall nicht. Dann haben wir die zweite Fertigkeit, die macht den Unterschied. Und zwar ist das sein Counter. Wir können mit dem Counter, da eine Nahangriffsfertigkeit ist, den Gegner hier treffen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Denn wenn wir überlegen, wir haben nur noch die Hälfte der HP und wir haben einen goldenen Counter drauf, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr den Boss hier auf jeden Fall one-shottet. Wir haben seine einzigartige Fähigkeit, erhöht Chance auf kritische Treffer im Verhältnis der verminderten Life Points des Helden, wenn eine Fertigkeit gebraucht wird. Das heißt, wenn wir ihn im Team spielen, ist es meistens besser, tatsächlich mit Life Point Food reinzugehen, denn dann haben wir einfach mehr HP. Im Idealfall schaffen wir es mit relativ wenig HP, den Boss zu treffen. Dann sind auch Schäden möglich von bis zu 1 Million Schaden, habe ich schon gesehen. Dann haben wir natürlich seine Ulti, die ist auch sehr, sehr gut gegen den Boss, denn der Boss hat Haltungsfertigkeiten mit Reflect Damage. Die können wir natürlich hier, indem wir die Haltung abbrechen, mit seiner Ulti auf jeden Fall umgehen. Natürlich macht die Ulti auch relativ guten Schaden. Deswegen ist er auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Unit wie Esterossa gegen diesen Boss. Dann haben wir den nächsten Charakter und zwar ist das Jillian. Sie ist als Subcharakter auch sehr gut geeignet, denn wir bekommen hier erhöht die Life Points von Lifepoint-Attribut verbündet um 30%. Wir spielen mit einem Mono-Green-Team. Wir können keine anderen Units benutzen. Das heißt, wir hätten hier mit 30% mehr HP plus das Lifepoint-Food. Das würde zu Anführer Meliodas auf jeden Fall sehr gut passen. Damit können wir dann immensen Schaden durch seinen Konter raushauen. Das heißt, sie ist auf jeden Fall sehr gut, denn wir haben hier einmal einen Nahangriff. Das heißt, hiermit treffen wir. Das ist in Ordnung. Sie steht aber hinten, deswegen interessiert es uns nicht. Hier, das wäre ein Fernangriff. Das heißt, wenn sie mal aufs Feld kommt, hätten wir hier nur einen Nahangriffsangriff und natürlich ihre Ulti, die sozusagen eine Haltung entfernt. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wir benutzen sie hier eher, um die 30% mehr Life Points rauszuholen. Dann haben wir als nächsten Charakter hier natürlich Kayn. Der ist auch eine Subslot-Unit. Das heißt, wir wollen ihn uns nur hinten reinstellen. Wir wollen mit ihm hier kein Damage machen. Auch wenn wir hier mit seiner einen Angriffsfertigkeit treffen würden, mit seiner zweiten hier nicht, weil sie ein Fernangriff ist. Aber wir haben hier den Vorteil, erhöht die angriffsbezogenen Werte von Verbündeten um 10% in Todesmatches. Das heißt, wir bekommen hier nicht nur den Angriff erhöht, sondern die angriffsbezogenen Werte. Das heißt, er ist, denke ich, ein bisschen besser als Alioni. Ah ne, Alioni hat auch angriffsbezogene Werte, habe ich mich wohl vertan. Das heißt, die beiden könnt ihr euch hinten reinstellen, um 10% mehr angriffsbezogene Werte zu bekommen für grüne Units. Das heißt, die beiden sind sehr gute Subslot-Units. Ich würde sagen sogar, das sind die beiden besten Subslot-Units, die ihr hinten reinsetzen könnt, denn ihr bekommt durch die einfach 10% mehr HP. Es sei denn, ihr spielt natürlich ein Haltungs-Counter-Team mit Esterossa oder dem grünen Anführer Meliodas, dann empfiehlt sich natürlich Jillian. Aber wenn ihr sowieso auf einen Damage-Team setzt, dann auf jeden Fall hier Alioni oder Kayn hinten reinsetzen. Dann haben wir als nächste Unit eine Unit, die auch sehr, sehr stark für diesen Endboss ist. Und zwar ist das hier natürlich Helbram. Bei Helbram geht es halt eigentlich nur darum, dass wir hier seinen Angriffsbuff haben auf Gold, 30% angriffsbezogene Werte obendrauf. Plus, dass wir hier seine Ulti haben, die sozusagen auch Haltung bricht. Das heißt, seine Ulti ist auch sehr gut gegen den neuen Boss. Aber eigentlich wollen wir hier
größtenteils nur den Buff abstauben, um hier wirklich immens, immens viel Schaden raushauen zu können. Mit dieser Fertigkeit werden wir natürlich nicht treffen, ist eine Fernangriffsfertigkeit. Dann haben wir als nächsten Charakter, endlich ist sie wieder zurück, und zwar ist das die grüne Jericho. Die sollte jeder von uns haben, das heißt, wenn ihr Zarathras nicht habt, empfehle ich sie auf jeden Fall als Damage-Dealer-Unit, denn wir haben mit ihr nur Nahangriffsfertigkeiten. Wir haben ihre einzigartige Fähigkeit, erhöht Chance auf kritische Treffer um 10% pro verwendete Heldenfertigkeit. Das heißt, wenn wir hier mit genug gestackt haben, Deathbiss hinten drin haben, wird es auch möglich sein zu critten. Das heißt, Deathbiss ist für sie die Unit unserer Wahl, denn mit ihr bekommen wir sehr, sehr viel Crit-Chance. Dann haben wir natürlich ihren Angriff, der Blutungsschaden macht. Das heißt, der geht als Debuff auch auf den Gegner drauf, macht natürlich auch den Blutungsschaden. Das heißt, wenn wir hier die Fertigkeit in Gold spielen und sozusagen hier den Schwachpunktschaden auch noch in Gold spielen, machen wir hier sehr, sehr guten Damage. Das heißt, sie ist meiner Meinung nach, denke ich, der zweitbeste Damage-Dealer nach Zarathras. Zarathras sehe ich etwas vor ihr, aber sie sollte auf jeden Fall jeder haben und es wird sie wahrscheinlich auch jeder fast 6-6 haben. Deswegen sie kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden, um bei diesem Boss immensen Schaden rauszuhauen. Dann haben wir als nächstes natürlich hier unsere Prinzessin Elisabeth, die sozusagen auch schon im Grauen Dämon gespielt wird. Bei ihr haben wir den Vorteil, wir haben hier natürlich ihre Heilfertigkeit, die sozusagen ab der Stufe Silber schon die Debuffs runternimmt. Bei dem Boss wird es auch sehr wichtig sein zu kommunizieren. Das heißt, wenn ihr diesen Boss auf Hölle machen wollt, empfiehlt es sich immer auf Discord zum Beispiel mit irgendeinem Mate zu labern und sich abzusprechen, damit man keine Fehler begeht, denn der Boss ist schon relativ knifflig, gerade wenn er frisch rauskommt. In JP war er natürlich um einiges kniffliger, weil die Spieler in JP das immer selber herausfinden müssen, was gut ist, während wir das Ganze einfach kopieren können. Das heißt, sie ist natürlich sehr gut für die Heilung und natürlich auch hier für ihre Fertigkeit, mit der wir die Ult rushen können. Denn wenn wir natürlich Teams wie mit dem grünen Eskano oder sowas verwenden, wollen wir natürlich hier möglichst schnell die Ult rushen, um möglichst schnell die Ult voll zu haben und damit immensen Damage rauszuhauen. Deswegen benutzen wir hier Ellie, einfach um nicht so schnell zu sterben natürlich und auch für den Ult Rush. Dann haben wir als nächstes tatsächlich keinen Charakter mehr. Das sind alle Charaktere, die ihr im neuen Belmos Todesmatch auf jeden Fall verwenden könnt. Wenn es nach mir ginge, würde ich empfehlen, dass ihr auf jeden Fall den grünen Gopher habt, auf jeden Fall Zarathras ausgebaut und eventuell, ja, ich habe die Unit nicht, deswegen habe ich sie nicht benannt. Es sind tatsächlich sogar noch drei Units, die man benutzen kann. Und zwar haben wir hier die Chance, Dana for List zu benutzen. Und zwar haben wir bei Dana for List, ich besitze sie nicht, deswegen kann ich sie nicht benutzen, aber wenn alle Verbündeten einem Todesmatch dem Lifepoint-Attribut zugehörig sind, sind ihre Fertigkeitsränge zum Anfang der Runde erhöht. Das heißt, ihr startet nicht mit bronzenen Karten, sondern ihr startet einfach mit silbernen Karten. Und wenn ihr zum Beispiel eine Karte noch mercht auf Silber am Anfang, dann wird sie direkt auf Gold abgerankt. Das heißt, sie ist sehr gut, natürlich um den Rank-Up von Gopher auszunutzen. Dazu kommt, hat sie zwei Nahangriffsfertigkeiten, das heißt bis hier 500% und rusht ihre Ult. Und einmal verringert Fertigkeitsränge 400%, alles Single-Target Damage-Karten, das heißt, die machen auch ordentlich Schaden. Dann haben wir noch ihre Ulti, die sozusagen zerschlagen Schaden macht, auch Single-Target. Das heißt, diese List ist tatsächlich ziemlich gut für Belmos. Dann haben wir den grünen Dämon Meliodas, der auch relativ hohen Schaden raushaut. Bei ihm haben wir die einzigartige Fertigkeit, die Anzeige. Ultimativer Move des Helden wird mit der Menge Kugeln gefüllt, die ein Feind besaß, der von diesem Helden während seiner Runde getötet worden ist. Das heißt, wenn ihr in der ersten Phase es schafft, mit diesem grünen Dämon Meliodas den Belmos zu killen, bekommt ihr einfach all seine Ultkugeln, könnt eure Ult rushen und die Ult von ihm ist natürlich sehr stark, weil sie Schwachpunktschaden macht. Dazu kommt, dass er sich hier selber den Debuff draufgeben kann, denn das hier ist eine Nahangriffsfertigkeit, die bis zu 450% Schaden macht. Wobei ich sagen muss, dass er den Debuff doch nicht draufgeben kann, denn hindert die Anzeige Ultimativer Move für zwei Runden am Füllen dieser Debuff wird nicht auf Belmos angewendet. Da habe ich mich jetzt wohl ein bisschen verplappert, aber ich denke, das ist nicht so schlimm, denn ich habe es ja verbessert. Dann haben wir natürlich die zweite Fertigkeit, die ist eine Fernangriffsfertigkeit, das heißt, mit der treffen wir nicht. Das heißt, wir haben hier nur die Möglichkeit, hier ein bisschen Schaden rauszuhauen und auf jeden Fall hier seine Ult zu rushen, relativ leicht und damit auf jeden Fall auch relativ hohen und guten Schaden raushauen zu können. Er ist aber, denke ich mal, eher so die viertbeste Unit, die man als Damage-Dealer hier benutzen kann. Und zu guter Letzt auch eine Unit, die wahrscheinlich fast keiner hat und wahrscheinlich auch fast keiner in diesem Todesmatch benutzen wird. Und zwar ist das hier Gerhade, sozusagen die Schwester vom ersten König der Feen. Bei ihr haben wir die einzigartige Fähigkeit, halt die Lifepoints von Verbündeten um 1% der maximalen Lifepoints für jede Kugel in der Anzeige ultimativer Move von Verbündeten am Ende der Runde. Das heißt, wir heilen uns hier auf jeden Fall ein bisschen selber. Plus, dass wir hier einen Fernangriff-Skill haben, mit dem können wir natürlich nichts machen. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen Heil-Skill,
Skill, mit dem wir uns die Ulti rushen können. Plus, dass wir auf jeden Fall nicht so leicht sterben, weil wir uns heilen. Und dann haben wir hier ihre Ult, die sozusagen auch Haltung bricht. Das heißt, wie Hellbrams Ult natürlich sehr nützlich, weil Belmos sich hier Haltungsfertigkeiten draufhaut. Die können wir damit auf jeden Fall dann auch runterhauen. Ja, und das waren tatsächlich jetzt wirklich alle Charaktere, die man hier bei Belmos benutzen kann. Wenn es um meine Empfehlung geht, wie gesagt, grüner Gopher, Zaratras, einer im Team Liss, einer im Team Hellbram und hinten rein halt Charaktere, die angriffsbezogene Werte pushen. Ihr könnt natürlich auch alternative Sachen benutzen, wie zum Beispiel die selber die Haltungsfertigkeitscharaktere wie Esther Rossa und Anführer Meliodas. Mit denen funktioniert es natürlich auch gut. Aber ich denke mal, wenn man hier auf einen Full-Attack-Set geht, also sozusagen voll auf Schaden ausgelegt ist, legt man den Boss hier tatsächlich um einiges schneller. Das heißt, wenn ihr den Boss schneller legen wollt, dann am besten auf jeden Fall mit Zaratras. Ich denke, damit sollte es am schnellsten gehen. Und dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Auf jeden Fall schaut, dass ihr euch vorbereitet auf nächste Woche, denn dieser Boss wird kommen. Ich gehe von aus, nächste Woche, wenn nicht, wird er halt 1-2 Wochen spätestens später kommen, aber ich denke, er wird nächste Woche Dienstag kommen. Damit ihr vorbereitet seid, damit ihr den Boss auch direkt legen könnt, damit ihr direkt anfangen könnt, eure Todesmatches für Belmos zu farmen, um die Materialien zu bekommen, um eure Charaktere möglichst schnell auf Level 90 zu bekommen. Das heißt, im Idealfall habt ihr natürlich einen Teammate am Start, mit dem könnt ihr dann eure 3 Todesmatches am Tag machen, plus die 3 von eurem Mate. Das heißt, ihr könnt 6 Todesmatches safe machen. Vielleicht werdet ihr noch zu einigen eingeladen. Wobei ich denke, randommäßig ist es ziemlich schwierig, den Boss zu legen. Das heißt, gerade am Anfang, wenn die Charaktere noch auf Level 80 sind, wenn sich das Ganze eingespielt hat, jeder die Charaktere gepusht hat, alle Charaktere Level 90 sind, kann man das wahrscheinlich auch mit Random spielen. Und dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.